Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Kessen 3. Ja, im letzten Part haben wir uns die Feinde von, die ringsherum um Kyoto versammelt sind, ausgelöscht, mehr oder weniger. Ja, jetzt haben wir ja, sollen wir die Sakai-Streitmacht, die auch mobilisiert hat, gerade weil sie wissen, dass Nobunaga auf sie zumarschiert. Ja, das werden wir aber jetzt noch nicht machen, weil wir haben ja noch diese hier. Diese optionalen Schlachten. Und wie viel Geld haben wir eigentlich? Das sollte noch zu wenig sein. Aber Speerspezialisten. Ich muss erstmal gucken. Ja, der hat Speereinheit. Aber ich möchte erstmal unseren. Wo ist er? Mitnehmen. Einmal Toshio Maeda geben. Ja, weil wir den später halt noch brauchen. Was ich aber auch noch sagen will, nochmal zur Information zu der Pain, ja, mein Zuschauer. Ich habe mir den Namen diesmal gemerkt. Und zwar, ist es nämlich so, es gibt gar kein freies Spiel hier. Man kann einen Spielstand laden, zum Beispiel wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und mit dem Spielstand, den man es geladen hat, kann man dann die Schlachten halt nochmal neu spielen. Aber man hat halt, wenn man es durchgespielt hat, sage ich jetzt mal, die Ausrüstung halt, die man ganz am Ende halt hat. Aber das sehe ich nicht als freies Spiel. Wir kümmern uns erstmal um die Räuber. Diese ganze Scheiße hier werde ich jetzt auch wegdrücken, weil, wie gesagt, das sind optionale Schlachten, da... Da kommt nichts. Wenn dieser Part auch fertig ist, werde ich ihn auch sofort hochladen. Damit ganz einfach ein Zuschauer von mir schließlich auch seinen Stuff hat. Ist auch schön, dass er sich dann auch an diesen Let's Play einfach erfreut. Das ist einfach immer schön, nämlich zu sehen, dass es Leute gibt, die einfach meine Videos schauen. Kartengröße? Viele Türme. Ja, Bedingung. Okay, dann ist hier halt ziemlich. Wenn sie die Holztürme nicht übersehen. Hä? Ist das jetzt ein Anzeichen dafür, dass wir die Holztürme zerstören sollen? Egal. Nobunaga selbstverständlich. Morishige nicht. Katsuyo kriegt die andere. Toshio müssen wir mit reinnehmen. Der muss leveln. Und Hanzo. Wir wollen ja schließlich mal Dings ausprobieren. Komet. Understood. Aber ich hoffe selbstverständlich, dass er nicht wieder nämlich meint, nee, ich setze mal eine Fähigkeit ein, damit ich die Taktik Komet nicht einsetzen brauche. Und da kommen sie schon auf uns zugerast. Aber es sollte kein Problem sein, die kriegen wir mit Sicherheit ganz schnell weg. Aber wir sollten eigentlich auch eigentlich relativ gut Rang S bekommen, da das hier nur Fußvolk ist. Scheiß Räuber. So, die nächste Einheit bewegt sich schon mal. Wir werden mal Katsuyo dazu auffordern, mal vorzurücken. Vermutlich wird er wieder alles Mögliche, was in den Weg kommt, alles zu zerstören. Ich hätte auch gern früher aufgenommen, aber ich musste halt was essen, damit ich meine Medizin nehmen kann. Weil... Die kann ich nur nehmen, beziehungsweise soll ich nur nehmen, wenn ich was gegessen habe. Trifft uns? Ja. Okay. Ich habe es gestern aber auch leider nicht geschafft, nämlich Dings zu Ende zu machen. Nur eine 7 Nightfire. Weil ich da sehr viele Probleme mit einem speziellen Level hatte. Das hat mich tierisch angekotzt, Leute. Ey, echt mal. Wenn es hochgeladen ist, ich werde erstmal mich nur auf Kessen beschränken zum Hochladen. Und die, damit ich ganz einfach die anderen Let's Plays
die jetzt noch laufen, wie Dynasty Tactics und Dynasty Warrior 5. Ich glaube, Dynasty Warrior 5 wird das nächste, worauf ich mich beschränken werde, es aufzunehmen. Da ich ganz einfach, ich habe es ja schon auf leicht gestellt, damit es halt schnell beenden tue. Und ganz einfach, Hansolos. Damit ich ganz einfach das dann auch irgendwann als abgehakt werden kann. Und dann, Ark muss ich leider noch hinziehen, weil ich muss noch leveln und bin jetzt momentan auch nicht dazu gekommen. Wenn ich erstmal wieder... Ich muss erstmal hier im Voraus hier Kessen aufnehmen, damit ich dann auch dann, wie gesagt, andere laufende Let's Plays, wie bei Ark, nämlich leveln kann. Und damit ganz einfach die schwierigen Situationen, die in Spiel noch auftauchen, weil ich stehe ja da kurz davor und ja, damit ich einfach nicht fehle. Also wo ich das privat gespielt habe, also ich spiele es auch nicht mehr privat, gerade weil ich es als Let's Play begonnen habe, habe ich mir gedacht, nämlich hier, ach, lässt sich halt überraschen. So, nächster Turm. So, was haben wir hier drin? Ginkgo-Speere. Die sind, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Was haben wir jetzt noch hier? Oh. Noch ein Turm steht. Und den machen wir jetzt auch kaputt. Ich habe vor kurzem auch ein Let's Play angeschaut. Oder ich, beziehungsweise ich bin noch dabei. Von Frontschweine. Ist ja mein absolutes Lieblingsspiel. Oh. Helm im Ibishu-Stil. Ja, ich habe mal, muss dazu sagen, ich habe mal Frontschweine besessen. Ich besitze zwar immer noch, aber die Version ist leider im Arsch. Ich habe einen älteren Bruder, der nämlich meinte, nämlich die erste Version, die ich damals nämlich 2000 bekommen habe, zum Geburtstag, wohlgemerkt. Die hat halt mein Bruder nämlich gemeint, oh, die verschenke ich einfach mal, weil mein Bruder ein totales Arschloch ist. Und die zweite Version, die ich damals dann irgendwann später bekommen habe, da hat halt mein Bruder nämlich gemeint, oh, die verleihe ich mal, hab's aber kaputt wieder gekriegt, kaum noch spielbar. Und da habe ich mal auf Amazon geguckt, wie viel die dafür wollen, also für ein neues Exemplar, also komplett neu, wollen die, wollen die halt 450 Euro. Und da habe ich halt mal bei den Gebrauchten geguckt, die Preise sind ja auch nicht ganz ohne, also wenn man eine gute Qualität noch haben will von dem Spiel, bin ich dazu geneigt, nämlich irgendwann mal 100 Euro auszugeben. Aber erstmal das Geld haben, weil das Spiel will ich unbedingt wieder in meine Sammlung haben. Und irgendwann auch mal Let's Playen. Weil das ein Spiel ist, was ich unbedingt auf meinem Kanal haben möchte. Weil es einfach das beste Spiel ist, was ich jemals gespielt habe. Bambus-Grassperre? Ah, hier so eine Mönchsrobe. Okay, neuer Helm. Okay, das war's. Ja, Toshio, ein Level aufgestiegen. Ja, immerhin. Ja, wir haben noch genug Zeit. Ich werde die optionale Schlachten jetzt einmal in ein Part packen. Und der nächste Part wird dann mit der Eroberung von Sakai sein. Wegdrücken. My Lord. Bergbanditen, mal wieder. Wie viel Geld haben wir? Nicht, das bringt ja überhaupt nichts, aber immerhin, die Erfahrungspunkte müssen wir mitnehmen. Ich bin auch an überlegen, ob wir nochmal irgendwie einen der sehr, 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 sehr schlechten geleveten Einheiten mitnehmen.
Um ganz einfach ein bisschen, ich weiß ja nicht, weil ich wollte ja Nagahide Niwa zum Beispiel nicht trainieren, weil der ganz einfach blöde Einheiten hat. Aber ich bin Alright, jetzt wirklich dazu let's begin. geneigt, nämlich den jetzt mitzunehmen. Und ganz einfach, machen wir mal größer. Okay. Was sind die Bedingungen? Suchen Sie nach einer Gelegenheit, den Feind in die Zange zu nehmen. Es ist nicht alles so, wie es scheint. Haben wir etwa jemanden Spezielles hier, den man rekrutieren kann? Bandit, Bandit, auch noch ein Bandit. Banditenanführer? Scheinbar nicht. Achso, ich musste aufstellen. Ach, bin ich blöd. Hier geht wieder Nobunaga hin. Da wir wieder leichtes Spiel. Oder ich könnte ja mal eine Bogeneinheit mitnehmen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Ah, komm, Hembei Taganaga. Insetsu, du bist eine Speereinheit. Sasa, was bist du? Bogeneinheit. Ja. Ach, ich wollte. Ja, weil es. Komm. Wir nehmen nochmal Hanzo mit. Ich wollte. Ja, nein. Ich will nicht Hiyoshi. Hanzo. Ich hoffe, es kommt dann noch eine Schlacht. So eine optionale Schlacht. Weil ich habe nämlich vor, Hanzo dann nach Sakai mitzunehmen. Ansonsten müssen wir den in den nächsten Part auslassen. Aber ich versuche schon mein Bestmöglichstes. Aber hier können wir jetzt einfach vorpreschen, da wir nämlich nicht unbedingt auf unser Hauptlager achten müssen. Das ist immer scheiße. Weil es kommen später noch blödere Schlachten, wo wir fliehen müssen. Und nebenbei noch unsere Hauptlage halten müssen. Das ist manchmal richtig doof. Und übrigens, der Zuschauer, der mir einen Link nämlich zu ein Geschichtsbuch nämlich empfohlen hat. Ja, wenn ich das Geld zusammen habe, werde ich mir das unbedingt mal holen, weil ich liebe ja solche Geschichtslektüren. Weil ich bin nun nicht immer dazu gekommen, mir sowas mal zu kaufen oder so, weil ich ja auf meine Mom angewiesen bin, da ich ja kein Geld beziehe, weil ich ja noch Schüler bin. Oder mal wieder. Ja. Also, danke für den Link schon mal. Damit das nicht umsonst ist, dass ich ein undankbares Arschloch bin. Ja. Ist schon scheiße gelaufen damals mit meinem Bruder und meinem Lieblingsspiel Frontschweine. Also, das muss ich mir unbedingt nochmal neu oder beziehungsweise gut gebraucht holen. Ja, also wenn ich das irgendwann in meinem Besitz habe, ey, dann raste ich aus, ey, weil das unbedingt mein Lieblingsspiel ist, ohne Scheiß, Leute. Ey, was geht denn hier? Hanzo hat erst wieder 2 Punkte. Die müssen sich erst auffüllen. Ich hoffe, der solange, wenn der 4 Punkte hat, nicht gleich wieder so umsetzt. Es sei denn, ich befehle es ihm. Alter, ey. Hanzo, mach mal was. Also ich sollte wirklich die optionalen Schlachten doch nutzen, Leute zu leveln, die es nötig haben. Weil je nach der, immer nach einer Schlacht sinkt die Kondition von jemanden und wenn wir da jemand Bestimmtes dann für die Hauptschlacht brauchen und ich nehme ihn hier mit, nur damit er ein bisschen Level kassiert, ist das nicht gut, weil die Kondition trägt sich auch auf die Fähigkeitspunkte und allgemein auf den Schaden, den wir, glaube ich, verursachen. Wie gesagt, ich weiß es nicht so genau. Ich liebe zwar solche Handbücher, die in solchen Spielen drin sind, aber ist dann immer so eine Sache. Ich nehme mir immer vor, die dann wirklich durchzulesen und dann überfliege ich sie nur und dann spiele ich weiter. Und sage ich jetzt mal, verpasse ich dann immer etwas, sage ich jetzt mal, in zum Beispiel Tales of Exilia. Da habe ich zum Beispiel die Tutorials immer übersprungen, aber habe die Hälfte der Steuerung nicht drauf. Ganz ulkig. So, jetzt rücken wir ein bisschen mit Nobunaga mal wieder vor.
jetzt haben wir noch keinen weiteren Gegenstand gefunden. Ja, ich sage euch, die Speerspezialisten, ey, die sind so gut. Ich glaube, ja, später kommen noch Elite-Einheiten. Aber ich glaube, die sind noch extrem teurer. Aber ich weiß ja nicht, ob ich mir die dann in diesem Spielverlauf dann noch leisten kann, weil selbst die Speerspezialisten waren sehr teuer. Da ist auch schon das Hauptlager. Insetsu, du bist jetzt am Zug. Du musst jetzt von der anderen Seite angreifen. Ah, der könnte wirklich mal so einen Sack Reis gebrauchen. Sind schon bei 15 Minuten, das geht ja noch. Ja, scheiß Banditen hier. Ey, hatten so nein! Ach man, Hanzo, warum? Ich will doch Dings einsetzen, Komet. Wie gesagt, das verzögert sich immer mehr, weil irgendwie Hanzo, ich weiß ja nicht. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas einstellen muss, dass der aufhören soll, seine Fähigkeiten einzusetzen. Okay, das war's. Ah, da unten gibt's Leben. Das nehmen wir doch noch schnell mit. So, Attacke. Nein, Setsu kann sich jetzt aber ausruhen. Da brauche ich jetzt nichts mehr machen. Wird er etwa abhauen oder was? So aber nicht, mein Freund. Ja, lass mal. Hey, hallo? Schieß deine Pfeile ab. Los, komm. Geht doch. Alle besiegt, das war ja klar, komm. Wieder Rang S. Oh, haarscharf. So, was kriegen wir? Flammen, Madeta. Und Britno Osaka Speermönche. Die habe ich ja auch nicht sehr viel Heimbeet Takanaga hat keinen Levelaufstieg bekommen. Das ist sehr schade, aber egal. So berittene Speermönche. Ich weiß ja nicht, und die zählen ja unter der Kavallerie, aber ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, das geht dann auf der Klasse an. Weil so ein Weiser, so wie, sag ich jetzt mal, so ein Mönch, kann die Glaube nehmen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es gibt immer solche, ich habe diese Spiele schon sehr lange und habe immer noch nicht alles hundertprozentig drauf. Aber naja. Kommt noch eine Schlacht oder? Ja. Die machen wir jetzt auch noch. Drei Schlachten zum Preis von einer. Ich muss nochmal sehen, wie ich den Part dann nenne, weil ich tue mich ja da immer schwer. Deswegen ist es gut, dass ich hier eigentlich pro Hauptschlacht dann immer den Titel dann so nehme, wie halt die Schlacht auch ist. Hören Sie die feindliche Speer daran, Bericht zu erstatten. Okay. Ich dachte, jetzt kommt wieder hier, sind nicht gerade wenig. Oh. Sorry, Leute, aber ich versuche es schon jedes Mal zu unterdrücken. Wo ist Hanzo? Ja, den müssen wir jetzt hier lassen. Hideyoshi will ich dann mitnehmen. Nagamasa Sasa. Bogen, Nagahide. KJ, komm, du kommst mit. Dich brauche ich. Obwohl du eigentlich manchmal total bescheuert bist.
Was hat er für Einheiten? Speer. Ach so, das ist den, den wir rekrutiert haben. Ja, stimmt. Okay, den nehmen wir jetzt. Mitsuhide, du kannst mich mal. Nagahide. Ja, komm, wir nehmen jetzt Nagahide mit. No risk, no fun. Understood. With this, we can all concentrate on... Mal sehen, vielleicht schaffe ich ja die Schlacht in 5 Minuten, aber was ich nicht glaube, vielleicht wird es ja ein halbe Stunden Part. Und je nachdem dauert auch der Upload mal wieder etwas länger. Je nachdem, wie spät ich es dann habe, wird es dann auch so sein, dass ich dann wahrscheinlich erstmal James Bond noch ein Part heute hochlade. Wie gesagt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ach, weißt du was, scheiß Speer, leck mich, ey. Ich weiß zwar nicht, was wir dafür bekommen. Vielleicht werden nur Verstärkungstruppen anrücken. Aber, naja. Soll mich nicht interessieren, sollen sie ruhig mit Verstärkung kommen. Vielleicht weiß der ein oder andere ja von euch nämlich, was passiert, wenn man hätte die Speer ausgeschaltet. Aber ihr habt ja gesehen, komm nicht hinterher. Die Speere schalten wir aber dann auch noch gleich aus. Das sind alles Erfahrungspunkte. Ja, ich weiß, ich könnte ja auch mit Keiji spielen, aber Nobunaga ist nun mal der Anführer. Mit denen spiele ich ja hauptsächlich. Die anderen sind halt nur dafür da, dass sie ein bisschen unterstützen. Ja. Jeder spielt zwar anders, aber ich mach's nur mal so. Oh, da hinten gibt's einen Gegenstand. Den nehmen wir dann gleich mit, weil der meine ist. Vielleicht ist da auch nur wieder Mist drin, den wir nicht brauchen. Bevor sie uns in den Rücken fallen. Der hat schon Katana-Spezialisten, das sieht man schon. Oder sogar Elite-Einheiten. KJ kümmert sich um die andere Einheit, das ist gut. So, auch ausgelöscht. Die Speer da unten machen wir jetzt auch noch fertig. Ich könnte die zwar entkommen lassen, damit noch Verstärkung kommt, damit ich mehr Erfahrungspunkte bekomme, aber wir wollen ja auch nicht länger machen als nötig. Oh, ne, komm, wir lassen die jetzt da unten, das bringt ja nichts. Yumihara Bogen. Weiß zwar nicht, Bogen. Wie gesagt, mit Bogeneinheiten da. Musketen und Gewehre gehen zwar, aber das sind auch nicht solche Einheiten, die ich wirklich permanent verwende. Es gibt eine Schlacht, wo wir sie verwenden müssen. Weil ich will jetzt die Schlacht einfach beenden. Und dann ist auch gut. Ja, da kommen wir so auf 5 Minuten, das, nicht auf 5 Minuten, auf 25 Minuten und da passt das schon. Dann kann ich nämlich den nächsten Part von Kessen dann auch noch hochladen heute. Weil heute ist relativ gutes Wetter und das wirkt sich dann auch auf die Leitung aus, meine Internetleitung. Also dann geht das auch relativ etwas fixer, als wenn es draußen regnet, so wie gestern. Gestern habe ich ja auch bis 20 Uhr hat es gedauert, bis ich den zweiten Part hochgeladen habe. Dazu muss ich aber auch sagen, der erste Part war ja auch schließlich erst 2:30 oder so oben. Und da ging das noch relativ. Immerhin Rang A. Draufgänger. Na, die paar Punkte hätten sie ihnen auch noch geben können, Nagahide. Wie gesagt, ich nehme den einfach nicht mit rein, weil der so eine ganz blöde Einheit hat. Hier solche komischen Bauerntruppen, die Bomben werfen und ich weiß nicht. Im Nahkampf sind die übelst schlecht, aber zum Verteidigen kann man sie nehmen, aber nee.
So, das sollte die letzte Schlacht gewesen sein. Oder kommt noch eine? Komm, lade ich mal zu Ende. My Lord. Nee, das war's. Okay, dann bedanke ich mich schon mal beim Zusehen. Lasst einen Daumen da, ein Abo, empfehlt mich weiter, lasst einen positiven Kommentar da. Und dann haut rein, Leute, und ciao.